2017 neigt sich so langsam dem Ende zu. Gegen Ende des Jahres bzw. gegen Neujahr setzen sich dann viele, viele Menschen neue Ziele, die sie im nächsten Jahr unbedingt erreichen wollen. Wie du nicht nur ein oder zwei deiner Ziele für 2018 erreichst, sondern wie du alle deine Ziele erreichst, das verrate ich dir jetzt. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wie genau schaffen wir es denn über ein Jahr hinweg, all unsere Ziele zu erreichen? Ganz einfach, es kommt auf deine Gewohnheiten an. Denn auch wenn wir es uns ungern eingestehen, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und erst kreieren wir unsere Gewohnheiten und dann kreieren unsere Gewohnheiten uns. Also der effektivste und einfachste Weg, deine Ziele kurzfristig und langfristig zu erreichen, sind bewusst die richtigen und effizienten Gewohnheiten zu etablieren. Dabei ist es übrigens wichtig, den Unterschied zwischen effektiv und effizient zu kennen. Effektiv heißt, die Dinge richtig zu machen. Effizient heißt, die richtigen Dinge zu machen. Und genau darauf wollen wir uns ja fokussieren, denn dir bringt es ja nichts, effektiv zu sein, das heißt, die Dinge richtig zu machen, wenn es Dinge sind, die dich deinen Zielen nicht näher bringen. Was genau die richtigen Angewohnheiten sind, da kommen wir gleich noch zu, also unbedingt dranbleiben. Punkt Nummer 1, den ich dir hier mitgeben möchte, ist ein Mindset-Shift. Denn zuallererst einmal musst du dein Mindset von einem Sprinter-Mindset zu dem Marathonläufer umändern. Denn wenn du große Ziele erreichen möchtest, dann ist nichts davon eine Sache von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, sondern vielleicht 6 Monaten, einem Jahr, anderthalb Jahren oder noch länger. Wirf das kurzfristige Sprinterdenken also komplett aus dem Fenster und ersetze es durch das langfristige Denken des Marathonläufers. Wie eine Schildkröte. Lieber slow and steady, langsam und stetig, als schnell dann ausgebrannt zu sein und wie 99% der anderen Menschen nach ein, zwei Wochen die Neujahrsvorsätze über den Haufen zu werfen. Womit wir zu Tipp 2 kommen, nämlich etabliere jeden Monat eine neue Sache. Oder um es anders auszudrücken, mach jeden Monat eine einzige 30-Tages-Challenge. Und ja, du hast richtig gehört, nicht 2, nicht 3, nicht 5, nicht 10, sondern nur eine einzige Sache. Warum ist das so? Nun ja, wie wir eben gelernt haben, kreierst du erst deine Gewohnheiten und dann kreieren deine Gewohnheiten dich. Dementsprechend wollen wir die richtigen Gewohnheiten in unserem Leben aufbauen. Die Gewohnheiten, die nicht effektiv, sondern effizient sind. Die Gewohnheiten, die uns unseren Zielen näher bringen. Und wie lange dauert es, eine neue Gewohnheit angenommen zu haben? Genau, 30 Tage. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Marathondenken annehmen und nicht das Sprinterdenken, dann merken wir plötzlich, okay, wenn ich jetzt im Januar anfange, jeden Tag zu meditieren, dann habe ich das noch einen Monat drauf. Dann kann ich im Februar anfangen, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, dann habe ich das am Ende Februar drauf. Dann habe ich das Meditieren und das Sport machen. Dann kann ich im März anfangen, jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde zu lesen. Dann habe ich Ende März, bin ich jeden Tag am Meditieren, ist dann simpel. Bin ich jeden Tag am Sport machen, ist auch super simpel. Und ich bin jeden Tag am Lesen. Und jetzt sind wir gerade mal 3 Monate im Jahr von 12 Monaten. Was glaubst du also, wie sich dein Leben über ein Jahr hinweg verändern würde, wenn du jeden Monat eine neue Sache, die dich effizient deinen Zielen näher bringt, anwendest? Oder eine Sache, welche deine Effizienz vernichtet, das heißt dich von deinen Zielen entfernt, diese Sache jetzt einfach aus deinem Leben verbannst. Nur eine Sache pro Monat. Wir realisieren plötzlich, dass wir in einem Jahr unser Leben um 180 Grad drehen können. Dass wir in einem Jahr welche unserer größten Ziele erreichen können. Dass wir in einem Jahr eine komplett andere Persönlichkeit sein können. Denn stell dir mal vor, du fängst am 1.1. an, jeden Tag zu meditieren. Du ziehst das ein Jahr durch. Im Februar fängst du dann an, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Machst das dann 11 Monate. Im 3. Monat fängst du an, jeden Tag eine Stunde oder 2 Stunden an einem neuen Projekt, in einem neuen Business zu arbeiten. Und machst das dann 10 Monate. Im 4. Monat fängst du an, jeden Tag 5 neue Leute kennenzulernen und aktiv zu netzwerken. Machst das dann bis eines Jahres 9 Monate. Wie würde dein Leben nach einem Jahr aussehen? Wie nah wärst du deinen Zielen? Nur weil du das Sprinter-Mindset weggeworfen hast, plötzlich wie ein Marathonläufer denkst und einen kleinen Schritt nach dem anderen gehst. Denn hey, auf den ersten Blick wirkt es, als wären es alles nur Kleinigkeiten, nicht wahr? Doch im Endeffekt sind alles nur Kleinigkeiten. Man wird nicht übergewichtig, indem man einmal extrem viel ungesundes Zeug isst, sondern indem man es jeden Tag über einen längeren Zeitraum macht. Und genauso wird man auch durchtrainiert und fit. Nicht indem du einmal trainieren gehst, sondern indem du es immer und immer und immer und immer wieder machst
und das über mehrere Wochen, Monate oder Jahre hinweg. Wenn du jetzt schon anfangen willst, jeden Tag etwas für deine persönliche Entwicklung, für deine persönliche Bildung zu tun, dann abonniere meinen täglichen Podcast, wo du jeden Tag neuen Content direkt aufs Smartphone, direkt auf die Ohren bekommst. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir damit zu Tipp 3, nämlich, es klingt ja alles schön und gut, doch wie schaffst du es denn jetzt wirklich, diese Dinge so durchzuziehen? Erstens, nimm dir weniger vor, als du denkst, was du bewältigen kannst. Und ja, das klingt jetzt nicht wirklich intuitiv, nicht wahr? Eigentlich wollen wir mehr und mehr und mehr, doch hey, denk an das Marathon-Mindset. Mach lieber weniger, nimm dir nur eine Sache vor, nimm dir nur 10 Minuten Meditation vor, nimm dir nur eine halbe Stunde Sport vor, nimm dir nur eine halbe Stunde Lesen vor, nimm dir nur eine Dreiviertelstunde Arbeit in einem Projekt vor und nicht 3-4 Stunden am Tag. Denn unser Ziel ist es, nur über die ersten 7 Tage zu kommen. Die ersten 7 Tage sind die anstrengendsten. Es sind die Tage, welche am meisten deiner Willenskraft aufbrauchen. Nach 7 Tagen wird es einfacher, nach 2 Wochen wird es viel einfacher, nach 3 Wochen ist es schon Teil deines Lebens geworden und nach 30 Tagen ist es für dich nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, du fängst plötzlich an, Spaß an der Sache zu haben, du siehst plötzlich erste Ergebnisse und denkst dir, wow, das war gerade mal ein Monat, was passiert, wenn ich das jetzt 12 Monate mache? Eine schöne Metapher, die ich mir da gerne in den Kopf rufe, ist ein Raumschiff. Ein Raumschiff verbraucht 80% seines Treibstoffes, wenn es die Erdatmosphäre verlassen möchte. Sobald es aber einmal im Weltraum ist, das heißt, sobald es die ersten Schwierigkeiten überwunden hat, ist es super leicht herumzufliegen. Genauso ist es mit deinen Angewohnheiten. Es ist extrem schwer, sie anzufangen. Du brauchst extrem viel Willenskraft die ersten 7 Tage, doch danach, Kinderspiel. Ein weiterer Tipp, um durchzuhalten, ist, mach es auf gar keinen Fall alleine. Mach diese 30-Tages-Challenges mit einem Freund, mit einem Bekannten, mit einem Familienmitglied, mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Und sieh es als Spiel, sieh es nicht als dieses, oh fuck, jetzt muss ich trainieren gehen, jetzt muss ich lesen gehen, jetzt muss ich meditieren, jetzt muss ich an dem Projekt arbeiten. Sieh es als Spiel, mach es mit jemandem zusammen und schaut, wie sehr ihr euch herausfordern könnt. Habe ich mit Freunden schon sehr, sehr oft gemacht und macht unglaublich viel Spaß. Vor allem, weil du vor der anderen Person nicht als Loser dastehen möchtest. Wenn du mal einen Tag demotiviert bist, dann denkst du zweimal darüber nach, es nicht zu machen, weil dann musst du dich vor der Person rechtfertigen. Was uns zu einem weiteren Tipp bringt, damit du wirklich an deinen Routinen, an deinen Angewohnheiten dranbleibst, ist, belohn dich, wenn du etwas durchgezogen hast. Jeden Tag, wenn du es gemacht hast, hey, belohn dich mit einer Folge deiner Lieblingsserie, mit vielleicht einem leckeren Snack, mit irgendwas Leckerem, was du essen möchtest, mit einem Kinobesuch, was auch immer. Und hab eine Bestrafung an Ort und Stelle, wenn du das nicht schaffst. Entweder mit einem Freund oder etwas, was du alleine machst, was unangenehm ist. Also, hab etwas, was dich positiv motiviert und hab auch etwas, was dich negativ motiviert, falls du mal einen Tag hast, wo du keine Lust hast, das Ganze zu machen. Und dann kommt dir in den Kopf, oh nee, warte, da muss ich mich vor Thorsten rechtfertigen. Das ist nicht gut. Damit du auch die richtigen Freunde und Bekannten in deinem Umfeld hast, welche genauso hohe Ambitionen haben wie du und dich auf deinem Weg zu deinen Zielen pushen, trag dich hier in meine kostenlose 3-teilige Videoserie ein mit exklusivem Content aus meinem Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert, was am 15.01. auf den Markt kommt. Und das ist wahrscheinlich der beste Content, den ich jemals veröffentlicht habe. Und ich gebe dir hier schon eine ganze, ganze Menge davon kostenlos. Also unbedingt hier eintragen. Die 3-teilige Videoserie geht ab dem 6.01. los. Das heißt, du kannst jetzt schon auf die VIP-Liste, um dann wirklich sofort benachrichtigt zu werden und auch exklusive Boni beim Buch-Release, beim Buch-Launch zu bekommen. Also unbedingt eintragen, sonst verpasst du eine ganze Menge. Was uns dann auch zum Ende vom heutigen Video bringt. Das nächste Video kommt am 18.12. Warum du täglich meditieren solltest. 6 enorm große Vorteile von Meditation und auch wie genau du es machst. Also 18.12. Und vergiss nicht, dich hier oben in die exklusive VIP-Liste einzutragen und lass mir gerne Feedback da. Wie gefällt dir dieser neue Videostil? Ich möchte mal etwas Neues ausprobieren, möchte ein wenig rumexperimentieren. Schreib mir gerne in die Kommentare und abonniere den Podcast. Findest alle Links in der Beschreibung. Bis dann.